Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Und in diesem Video bist du genau richtig, wenn du vielleicht gerade im Prüfungsstress, im Lernstress, im Medizinstudium bist und irgendwie gerne entspannter durch diese Zeit gehen möchtest. Ich werde dir nämlich jetzt 5 Tipps an die Hand geben, die du ja alle auch jetzt sofort schon umsetzen kannst. Ich habe darauf geachtet, dass ich dir Tipps gebe, die sofort und einfach für dich umzusetzen sind, ohne großen Aufwand. Und ja, es sind auch ein paar nicht Standard-Tipps, würde ich sagen, dabei, sondern ja, ich finde sehr inspirierende Tipps, die ich dir jetzt geben werde. Und wenn du magst, kannst du dir einen Zettel und einen Stift auch parat legen. Ich werde nämlich ein paar inspirierende Fragen mit dir teilen, die dir helfen können, entspannter durch diese Zeit zu gehen. Okay, ich würde sagen, wir legen los mit Tipp Nummer 1, wie du gut durch diese Prüfungszeit, wie du entspannter durch diese Prüfungszeit kommen kannst. Und Tipp Nummer 1, der muss natürlich dabei sein, dieser Tipp ist jetzt auch nicht besonders überraschend vielleicht für dich, vielleicht ist er aber auch neu, und zwar nutze Gedächtnistechniken. Und warum? Warum sage ich das? Ich habe selber ja Medizin studiert und ich habe es einfach gemerkt, wenn ich normal auswendig gelernt habe, also dieses Bulimie-Lernen, einfach so versuchen, alles reinzukloppen und am nächsten Tag bei der Prüfung wieder alles auskotzen. Ja, hat das vielleicht kurzfristig geklappt, aber gerade ja, spätestens bei den Mengen an Lernstoff, wie es sie im Medizinstudium gibt, hat es für mich halt nicht mehr so funktioniert, weil, genau, ja, man vergisst halt dann einfach doch irgendwie die Dinge zu schnell. Und Gedächtnistechniken können dir halt einfach helfen, gehirngerecht zu lernen und maximal viele Dinge in super kurzer Zeit zu lernen. Und das Coole ist, halt auch langfristig abzuspeichern. Und ja, die weltbesten Gedächtnisathleten verwenden Gedächtnistechniken, beziehungsweise hauptsächlich, ja, die Methode, die sie hauptsächlich verwenden, sind Gedächtnispaläste. Das ist ja auch unsere Lieblingsmethode. Und ja, warum verwenden die weltbesten Gedächtnisathleten Gedächtnispaläste? Weil es die genialste Gedächtnistechnik ist, die es gibt. Und durch diese Technik merken die sich einfach, was weiß ich, ein Kartendeck in 12 Sekunden oder so. Also 52 Karten in der richtigen Reihenfolge in 12 Sekunden. Und diese genialen Gedächtnistechniken, also Gedächtnispaläste, kannst du halt auch genauso für dein Medizinstudium anwenden. Und wir haben hier ja auf YouTube schon ganz viele Videos auch zu dem Thema gemacht. Das Coole ist ja, dass wir dir auch Gedächtnispaläste schon bauen und ja, im Videoformat verpacken. Und du musst dann einfach nur noch auf Play klicken, dich berieseln lassen und am Ende hast du den Lernstoff oft drauf, also zumindest laut unseren Nutzern. Ja, wir kriegen immer wieder Rückmeldungen, begeisterte Rückmeldungen. Boah, krass, ich habe es mir wirklich einmal angeguckt und dann sitzt es halt einfach 95%. Oder spätestens nach dem zweiten Durchgang sitzt alles und ich bin mir sicher, ich kann es meinen Kindern noch erzählen. So, ja, so gut konnte ich mir das jetzt alles merken durch die Merkvideos. Genau. Also falls du unsere Lernpakete mit unseren Merkvideos, mit unseren Gedächtnispalästen noch nicht kennst, dann schau gerne mal auf happyhippocampus.com/Lernpakete. Genau, in unserem Lernpaket, /Lernpaket, genau, aber wir haben es dir ja eingeblendet. In unserem Lernpaket findest du nämlich alle Merkvideos, alle Gedächtnispaläste, die wir bisher gebaut haben. Zurzeit sind da super viele zur Biochemie drin und auch ein paar zur Anatomie. Also kannst du mal gucken, ob du das gebrauchen kannst. Kannst aber auch gerne erstmal hier auf unserem YouTube-Kanal natürlich schauen. Da haben wir auch einige ja, kostenlose Gedächtnispalast-Videos für dich. Also zum Citratzyklus zum Beispiel, Plexus brachialis. Ja, schau dich einfach mal um. Genau. Und ja, also du kannst natürlich super gerne unsere Videos nehmen, dann geht es halt noch schneller, als wenn du dir die Gedächtnispaläste selber baust. Genau, zu den Themen, wo wir aber noch keine Gedächtnispaläste haben, wo wir noch keine Videos für dich haben, kannst du dir aber natürlich super gerne selber einfach Gedächtnispaläste ausdenken oder auch andere Gedächtnistechniken benutzen. Ja? Gerade in der Prüfungszeit, ja, wenn jetzt morgen die Prüfung ist, würde ich vielleicht jetzt nicht mehr anfangen, ja, mich in eine neue Technik
in die neue Technik Gedächtnispaläste einzufuchsen. Also wenn du vorher noch nie damit gearbeitet hast, ist es vielleicht ein bisschen zeitlich knapp. Genau, aber dann kannst du einfach andere Gedächtnistechniken verwenden, wie zum Beispiel, du baust dir kleine Eselsbrücken oder kleine Merkgeschichten oder kleine Akronyme, ja, so kleine Merkworte, die dir helfen, wieder auf die einzelnen Fakten zu kommen. Und genau, du kannst dich da einfach kreativ austoben. Wichtig ist, dass einfach Emotionen mit im Spiel sind, ja, dass du dir irgendwelche Sachen ausdenkst, wo du innerlich denkst, so ein Quatsch oder hey, ja, wenn ich das jemandem erzählen würde, der würde sich an den Kopf fassen. Genau, denn je mehr Emotionen mit drin sind in diesen Gedächtnistechniken, in den Merkhilfen, die du verwendest und auch in unseren Videos natürlich, ja, desto schneller und desto langfristiger wirst du dir das Ganze merken. Warum? Das wurde jetzt schon auch in der Neurowissenschaft nachgewiesen, dass Emotionen wie Dünger für unser Gehirn sind. Ja? Und wenn du dich mal zurückversetzt in deinem Leben und dich fragst, an welche Situation kann ich mich denn super gut erinnern, dann sind es wahrscheinlich meistens Situationen, in denen irgendwelche Emotionen im Spiel waren. Wie zum Beispiel, als du dein Abi bestanden hast und die Abi-Note bekommen hast. Oder den Medizinstudienplatz oder was weiß ich, irgendwelche anderen coolen Erfolge, aber auch natürlich bei traurigen Ereignissen vielleicht. Genau, also du kannst dich da austoben, schau auch gerne mal hier auf den YouTube-Kanal. Ich habe schon Videos dazu gemacht, wie du dir Merkgeschichten überlegen kannst, wie du Akronyme dir bauen kannst, also so Merkworte, wie du die Schlüsselwortmethode anwenden kannst, zum Beispiel um super schnell in super kurzer Zeit dir Fachbegriffe einzuprägen, wie zum Beispiel einzelne Knochen, wie die heißen in Anatomie oder für Thermi ist es optimal. Genau, schau dich einfach gerne auf dem Kanal hier um. Und ich habe auch ein Video schon mal aufgenommen, das verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung, wo ich dir 4 Tipps gebe, um schnell viel Lernstoff auswendig zu lernen. Und da, das sind wirklich super, super Tipps, die du auch sofort umsetzen kannst, ohne jetzt groß irgendwie dich in eine neue Technik oder dich mit irgendeiner Technik jetzt groß beschäftigen zu müssen. Also schau dir das Video gerne an, wenn du schnell viel in kurzer Zeit lernen möchtest. Genau. Ja, das war Tipp Nummer 1. Nutze Gedächtnistechniken, natürlich gerne auch Gedächtnispaläste, um gut durch diese Prüfungszeit und entspannter durch diese Prüfungs- und Lernzeit zu kommen. Tipp Nummer 2, und ja, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Tipp Nummer 2, wozu ich dich einladen kann, ist, jetzt gerade in so einer Zeit, ja, wenn du super viel zu lernen hast, wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn einfach super viel von dir gefordert wird, gerade in so einer Zeit kann ich dir ans Herz legen, freundlich mit dir zu sein. Und sanft mit dir zu sein und nicht so hart und nicht so streng und vielleicht bist du auch ein ehrgeiziger Mensch, ja, und möchtest gern viel leisten und erreichen und du kannst dich ja mal fragen, wie das bei dir ist. Hast du manchmal vielleicht die Tendenz, ein bisschen hart mit dir zu sein oder nicht nur ein bisschen, sondern ja, hart und streng mit dir zu sein und irgendwie dann unzufrieden zu sein, wenn du am Ende des Tages nicht so viel gelernt hast, wie du eigentlich dir vorgenommen hattest. Und beobacht mal, wie redest du innerlich mit dir? Bist du da freundlich und nachsichtig und sanft mit dir oder eher so, oh Mann, warum kann ich das denn immer noch nicht? Ich habe es mir doch schon so und so oft angeguckt und oh Mann, heute habe ich ja schon wieder nichts geschafft und oh, wie soll das denn alles werden? Und ne, kannst dich jetzt einfach mal für dich fragen, wie redest du innerlich mit dir? Und ich kenne das sehr gut, diese Stimme auch, ja, von meiner Zeit in meinem Medizinstudium. So eine strengere, harte Stimme und Stimme, die mich selber unter Druck gesetzt hat. Und es ist so schön, das zu switchen und rauszukommen aus diesem sich selber permanent ständig noch unter Druck setzen. Ich meine, es wird ja schon genug
Also von diesem System, von diesem Studium, es wird ja davon schon genug von dir verlangt. Musst du ja nicht selber noch mit dem Hammer oben draufhauen und dich selber noch so unter Druck setzen. Genau, und auch das gilt für alle Bereiche deines Lebens, ja. In Bezug aufs Medizinstudium darfst du freundlich mit dir sein und in Bezug auf das, wie viel du gelernt hast, was du gelernt hast, was du dir gemerkt hast, aber auch in deiner in den sonstigen Bereichen deines Lebens, ja, in der Freizeit, in Bezug auf Beziehungen. Ich möchte dich einladen, anzufangen, freundlich mit dir zu sein und dich nicht, ja, in der Freizeit dann auch noch irgendwie unter Druck zu setzen und zu meinen, oh, jetzt muss ich da aber auch noch was Sinnvolles und Produktives machen, sondern ja, in diese liebevolle Haltung dir selber gegenüber zu kommen und zu schauen, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Vielleicht brauche ich es einfach, dass ich nur mal auf dem Sofa rumliege und gar nichts mache. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, wie kannst du das jetzt auch konkret umsetzen in dieser Prüfungszeit, in dieser Lernzeit? Du kannst dich zum Beispiel fragen, wie kann ich mir diese Zeit, ja, in der ich so viel zu lernen habe und in der so viele Prüfungen sind, wie kann ich mir die dann zumindest so angenehm und gemütlich und so schön wie möglich machen? Ja? Zum Beispiel könntest du dir, wenn du an deinem Schreibtisch bist, könntest du immer eine Kuscheldecke dir holen, wie ich hier eine habe, ja, und dich in eine Kuscheldecke einmummeln oder dir einen schönen Tee machen oder dir, weiß nicht, eine Kerze anmachen oder wie irgendwie einen Raumduft verwenden. Und schau einfach mal für dich, was macht dir diese Zeit irgendwie angenehmer? Ja? Wie kannst du da liebevoll mit dir sein? Wie kannst du es dir gemütlich, wie kannst du es dir schön machen zumindest, wenn du schon so viel lernst? Und genau, außerdem kannst du natürlich darauf achten, gut für dich zu sorgen, zu schauen, dass du isst, wenn du hungrig bist, dass du genügend Schlaf bekommst, dass du genügend Ruhe auch bekommst und genügend Entspannung, dass du genügend frische Luft bekommst. Und da kannst du dich auch einfach mal immer mal unterm Tag fragen, und wenn du magst, kannst du es zum Beispiel auch groß auf ein Blatt Papier schreiben. Was brauche ich gerade? Und dieses Papier kannst du dann an deine Tür hängen oder an deine Wand oder über deinen Schreibtisch. Und immer wenn du das siehst, dich mal fragen, was brauche ich gerade? Und dann so schauen, wie kannst du dir das jetzt gerade geben? Genau, weil es bringt, finde ich, nichts, ja, so gegen sich selbst zu kämpfen und so hart mit sich selbst zu sein. Und ich finde gerade, ja, wir Mediziner, dürfen ja irgendwie auch Vorbilder sein, beziehungsweise sind es ja irgendwie, glaube ich, automatisch dann oft. Und du kannst dich mal fragen, was möchtest du denn vorleben als Medizinstudent jetzt oder später als Arzt? Möchtest du vorleben, dass es normal ist, was weiß ich, seine eigenen Grundbedürfnisse nicht zu berücksichtigen und nicht zu essen, wie es eigentlich gut wäre, nicht zu schlafen, wie es eigentlich gut für einen wäre? Oder möchtest du vorleben, wie es aussehen kann, gut auf sich und auf seinen Körper zu hören und gut auf seinen Körper zu achten? Weil darum geht es hier doch bei diesem Medizinstudium und bei der Tätigkeit später als Arzt, also aus meiner Sicht zumindest, um Gesundheit. Ja? Und ich finde es einfach so verrückt, wenn ich mir das anschaue, wie, ja, in diesem System, wie Ärzte da eben nicht auf ihre Gesundheit achten. Und klar, das ist auch dem System zum Teil geschuldet. Und zum Teil können wir aber auch was machen. Genau, also da kann ich dich auch einladen, genau, da mal dich zu fragen, wie möchtest du eigentlich leben, was möchtest du vorleben auch? Okay. Ja, zu diesem Tipp Nummer 2 übrigens habe ich auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit meinem eigenen, sag ich mal, mit meinem eigenen Podcast von meinem Herzensprojekt, der heißt Anders Denken, Anders Fühlen.
wenn du gerne wissen möchtest, ja, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest und wissen möchtest, ja, hey, wie kann ich denn jetzt eigentlich aufhören, so hart mit mir zu sein und mich so unter Druck zu setzen und freundlicher mit mir sein, dann hör dir voll gerne die Folge an. Ich verlinke die dir unten in der Beschreibung. Gut, machen wir weiter mit Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist, mach nicht so viel. Und dazu möchte ich jetzt einmal kurz dir ein paar Fragen stellen, dich ein bisschen inspirieren, dich einladen, Dinge zu hinterfragen. Und zwar habe ich das selber bei mir manchmal beobachtet, dass ich mich am Ende eines Lerntages irgendwie innerlich, oft läuft das auch total unterbewusst ab, ne? Aber du kannst mal bei dir schauen, wie das bei dir ist, dass ich mich am Ende eines Lerntages oft unterbewusst danach bewertet habe, wie viele Stunden ich am Schreibtisch gesessen war, wie viel ich an dem Tag gelernt habe, wie viel ich an dem Tag geleistet habe. Und das war manchmal wie so mein Maßstab, mein Feedback-Mechanismus, nachdem ich der irgendwie bestimmt hat, wie zufrieden ich mit mir sein konnte. Und du kannst mal schauen, ob du vielleicht auch so ein ähnliches Muster hast, dass du irgendwie am Ende eines Tages dich selber, deinen Wert und das, wie zufrieden du mit dir sein kannst, danach bewertest, wie viel du gelernt hast, ja, ob du das alles gelernt hast, was du dir vorgenommen hast oder wie viele Stunden du am Schreibtisch gesessen warst. Und ich finde es einfach mega spannend. Und zum einen kann ich dich da von Herzen einfach dazu einladen, ja, dich auf eine Reise nach innen zu begeben und zu entdecken, dass dein Wert, dass wie wertvoll du bist, wie zufrieden du mit dir sein kannst, dass es 0,0 mit irgendwas zu tun hat, was du geleistet hast oder nicht. Und ja, das ist auch, da gehe ich auch oft drauf ein in meinem Herzensprojekt. Wie gesagt, hör gerne mal in meinen Podcast rein, Anders Denken, Anders Fühlen. Oder folg mir gerne auf Instagram @dr.felicitas.saal. Und ja, das ist natürlich auch eine Reise, weil wir sind ja auch in unserer Leistungsgesellschaft, wie es so schön heißt, aufgewachsen mit solchen Glaubenssätzen wie, wenn ich leiste, dann bin ich gut. Ja, leisten ist gut, faul sein ist schlecht. Wie soll ich sagen? Also unser Unterbewusstsein hat einfach viel von dem aufgenommen und nach dem handeln wir jetzt unterbewusst. Und ich möchte dich einladen, das dir mal bewusst zu machen, zu gucken, wonach bewertest du dich selber? Vielleicht sind es ja auch irgendwie Noten, die dann rauskommen im Studium, irgendwelche Prüfungsergebnisse, irgendwelches Feedback von Profs. Und ich kann dich einladen, dich mal da auf eine Entdeckungsreise zu begeben nach innen und zu schauen, ja, stimmt es wirklich, dass ich mehr wert bin, wenn ich irgendwie eine gute Note habe? Dass ich nicht so viel wert bin, wenn ich nicht so eine gute Note habe? Oder dass ich zufriedener mit mir sein kann, wenn ich wenn ich ein gutes Prüfungsergebnis habe oder wenn ich viel gelernt habe an einem Tag und dass ich nicht so zufrieden mit mir sein kann, wenn ich nichts gelernt habe an dem Tag. Und ich kann dich einladen, das Schritt für Schritt zu erforschen, und das kann einfach super wertvoll sein, das zu entkoppeln. Das, was wir leisten, von unserem Wert, weil das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Unser Wert, der ist einfach da. Du bist wertvoll. Egal, was du leistest. Genau. Und dann möchte ich dich noch einladen, beziehungsweise möchte ich noch einen anderen Gedanken mit dir teilen, und zwar, was, wenn es auch leichter gehen kann? Ja, jetzt gerade in dieser Prüfungszeit auch, was wäre, wenn du weniger Zeit am Schreibtisch verbringen könntest und trotzdem die gleichen Ergebnisse oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse in den Klausuren erzielen könntest. Weil manchmal
Und auch da kannst du dich mal wieder auf Erforschungsreise machen nach innen. Haben wir wie so diesen Glauben, es muss stressig sein. Ja, Prüfungsphase ist immer stressig. Lernzeit ist stressig. Und ja, du kannst dich mal fragen, könnte es sein, dass es vielleicht auch leichter gehen kann? Dass ich nur die Hälfte der Zeit ins Lernen investieren kann und trotzdem ein super Ergebnis erzielen kann. Und da ist halt auch wichtig zu wissen, was möchtest du denn erreichen? Was möchtest du denn erreichen in den Prüfungen? Weil oft ist uns das, glaube ich, überhaupt nicht bewusst. Ja, also ich habe das selber bei mir erlebt. Ich habe gelernt und hatte mir gar nicht so bewusst gemacht, was ich da jetzt eigentlich erreichen möchte. Genau, und du kannst dich fragen, ist es dir wichtig, irgendeine besondere Note zu erreichen? Möchtest du einfach nur bestehen? Und weil fürs Bestehen, musst du nicht den ganzen Tag am Schreibtisch hocken. In der Regel, also es kommt natürlich drauf an, was weiß ich, es gibt die verrücktesten Sachen, aber bei vielen Prüfungen kommt man mit deutlich weniger Aufwand auch durch. Genau. Also kannst du dir gerne aufschreiben, diese Fragen, und für dich auch mal reflektieren. Was möchtest du eigentlich erreichen jetzt bei den Prüfungen, die jetzt anstehen? Genau. Und ja, insgesamt, der Tipp war ja jetzt, mach nicht so viel. Vielleicht geht es ja, dass du auch die Ergebnisse erreichst, die du möchtest, wenn du es entspannter angehst, wenn du es mit mehr Leichtigkeit angehst. Okay, weiter geht's mit Tipp Nummer 4 für eine entspanntere Prüfungszeit. Und zwar, hast du dir vielleicht auch schon gedacht, gönne dir einen guten Ausgleich zum Lernen. Und das kann alles Mögliche sein. Und ich lade dich wirklich ein, da in dich reinzuspüren und zu schauen, was brauchst du. Und es kann absolut auch sein, einfach auf dem Sofa rumzuliegen und gar nichts zu machen als Ausgleich. Es kann aber natürlich auch sein, dass du irgendwie Lust hast, rauszugehen, zu spazieren, spazieren zu gehen, zu meditieren, was weiß ich. Aber da kann ich dich wirklich dazu einladen, weil es braucht irgendwie eine Balance. Auf Dauer, also ich habe keinen erlebt, beziehungsweise ich selber habe es nicht erlebt, dass es einfach auf Dauer sich gut angefühlt hat und dass es auf Dauer gesund war, den ganzen Tag zu lernen, ohne Ausgleich. Und das ist immer eine Balance aus Machen und Sein. Und deshalb kann ich dich auch einladen bei diesem Ausgleich. Und da schließt sich dann wieder der Kreis zu Tipp Nummer 2, der war, sei freundlich mit dir, dass du bei diesem Ausgleich dich nicht unter Druck setzt und irgendwie meinst, du musst jetzt da auch noch irgendwie leisten oder dass du dich jetzt zum Sport zwingst, wenn du eigentlich merkst, dein Körper will schlafen. Und da wirklich ehrlich auf dich zu hören und da freundlich mit dir zu sein. Und last but not least, Tipp Nummer 5, wie du entspannter durch diese Phase kommst, lass Energieräuber weg. Und ja, was meine ich damit? Frag dich einmal, und du magst, kannst du das jetzt auch aufschreiben, falls du gerade ein Blatt da liegen hast. Frag dich mal, welche Aktivitäten, die du neben dem Lernen noch so machst, welche Aktivitäten geben dir Energie und welche Aktivitäten rauben dir eher Energie? Und du kannst dann zum Beispiel ein DIN A4 Blatt machen, in der Mitte so einen Strich. Links schreibst du die Sachen auf, die dir Energie geben, rechts die dir Energie rauben. Und genau, was raubt dir eher Energie? Ja? Wo fühlst du dich danach eher noch ausgelaugter? Ist es zum Beispiel Social Media? Ja? Frag dich ehrlich, wenn ich auf Social Media rumhänge, eine halbe Stunde, fühle ich mich danach besser oder fühle ich mich danach eher noch gestresster oder habe ich weniger Energie danach? Oder oft aufs Handy gucken. Tut mir das gut oder tut mir es eher nicht so gut? Und demgegenüber, was gibt dir Energie? Ja, ist es zum Beispiel rausgehen in die Natur, frische Luft schnappen, was weiß ich, dich ausruhen? Und
dann mal zu gucken, gerade jetzt in dieser Phase, ja, weil du hast halt, du hast eine bestimmte Menge Energie zur Verfügung. Einige Energie wird jetzt wahrscheinlich ins Lernen gehen und ja, ich möchte dich einladen, dann einfach beim Rest zu, dem Rest, was du so machst am Tag, ja, sorgsam mit deiner Energie umzugehen und die nicht noch das letzte Quäntchen Energie rauszupulvern mit Dingen, die dir eigentlich gar nicht gut tun. Okay, wow, ich glaube, ich habe echt ja, super viel in diesem Video mit dir geteilt. Schreib mir voll gerne in die Kommentare, was du für dich mitgenommen hast. Schreib mir gerne, ich freue mich von dir zu hören. Genau, folg uns gerne auf Social Media, abonniere unseren Kanal hier und ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt eine möglichst entspannte Prüfungszeit und genau, alles Gute für deine Prüfungen. Mach's gut, bis bald. Ciao.